Wir können, was haltet ihr denn? Ich weiß, das hatte ich ja schon mal gezockt. Das Spiel auf meinem Channel, aber da gibt es ja noch einige Erweiterungen dazu. Aber ich glaube, das ist auch viel zu laut, das Game. Habe ich so das Gefühl. Und es wird euch auch gar nicht angezeigt, sehe ich gerade. Ah, doch, was wird angezeigt? Was haltet denn hier davon? Ja, ich meine, ist nur die 3, ist jetzt nicht das neue Doom. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das neue Doom, ich weiß nicht, sagt mir irgendwie nicht so zu. Was sagt ihr dazu? Ja, nein? Ich glaube, es ist ein bisschen zu laut, oder? Was? Das ist so brutal? Wo ist denn Doom 3 brutal? Also ich bitte euch, das ist ja nicht brutal, oder? Ach, ich wollte gerade an der Lautstärke drehen. Dabei muss ich einmal hier. Schon brutal, vorhin zwar doch, aber COD geht, oder was? Also Call of Duty. Ja gut, Doom 3, aber dann frage ich mich, warum geht dann COD, wenn ihr mit Doom 3 nix anfangen könnt? Was hätten wir denn da nochmal Schönes? Wir könnten, komm, wir probieren, wir machen mal das. Mal gucken, einfach mal so zur Abwechslung. Ja, dein Sohn ist erst 12, okay. Oh, der hat sich gerade. Moment hier. Okay, das ist gerade nicht spielbar. Also zumindest bei mir nicht. Weil es flimmert. Schade. Schade. Geometry Dash. Oh nee. Oh ja, das wäre cool, aber wenn du sagst, dein Sohn ist erst 12, dann können wir Outlast leider nicht machen. Outlast wäre geil. Da hätte ich jetzt Bock drauf, eine Runde Outlast zu machen. Das wäre cool. Oder was? Ah, das ist, glaube ich, auch ein geiles Spiel. Ich glaube, wir machen mal das. Mal gucken, wie ich mich anstelle. Ich habe es ja schon mal selber durchgespielt. Wir müssen hier mal wieder die Auflösung. Warum sind die Auflösungen immer so. So. Oh. Jetzt, ne? Genau. Jetzt passt's. So, was haltet ihr von Punch Club? Passt das jetzt von noch? Ist das vollbildmäßig? Passt das? Ist das in Ordnung? Auch mehr? Oh, Mann, ihr seid mit nichts zufriedenzustellen. Naja, gut, ich muss mal sagen, klar, ich mag ja, ist halt auch, ich weiß ja, dass ich so spieltechnisch so ein bisschen was anderes mag, als ihr mögt. Wie wär's denn mit einem Racing Game? Okay, Outlast. Gut, dann mach mal Outlast. Ich habe mir auch das DLC runtergeladen, aber dann wir machen erstmal das Hauptgame. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht aus dem Spiel, aus dem Internet runtergeladen. Ja. Das hatte ich mir jetzt erst eine Weile
Hatte ich mir jetzt im Steam Sale geholt. Aber irgendwie. Ah, jetzt lädt er. Er lädt, er lädt, er lädt. Ah, jetzt geht er in Vollbild rüber. Ja, klar kenne ich Pokémon. Ich bin aber damals noch mit den 151 aufgewachsen. So, Moment, jetzt muss ich erstmal einen Gamma-Wert einstellen, aber ich glaube, Outlast wäre, ja, Pokémon, klar, hatte ich glaube ich auch so die rote Edition und dann die silberne auf meinem Channel. Siehste, Pokémon müssen wir mal wieder machen. So, aber ich muss erstmal einen Gamma-Wert bei Outlast einstellen und dann gucke ich gleich wieder auf den Chat, ja? So, auf der linken Seite dunkel ist. Linken Seite und den rechten Seite gerade noch zu erkennen ist. So, ne? Jetzt seht ihr nichts mehr, aber ich sehe den Charakter noch auf der rechten Seite. Ja, wir wollen es doch schön gruselig haben. Und ja, Whistleblower spielen wir vielleicht ein andermal. Wir machen jetzt erstmal Outlast. Ich würde sagen, ich lese aber jetzt. Müssen wir mal gucken, ob ich mir die ganzen Sachen durchlese. Weil mein Englisch ist nicht so. Ist nicht so doll. Und wir spielen auf normal, ne? Wir machen normal. Enthält schwere Gewalt, wissen wir ja alles. Was? Der Gamma-Wert im Stream ist schlecht? Zu dunkel? Da muss ich nochmal einstellen. Also ich habe mir jetzt natürlich so für meinen Monitor eingestellt. Aber also, ist er zu hell oder zu dunkel? Zu hell oder zu dunkel? Sag mir mal, zu hell oder zu dunkel? Entschuldigung, wegen Nase gejucken. Aber ich lasse erstmal das Intro ablaufen. Viel? Ach, viel zu hell? Okay, gut, viel zu hell. Hey, Tino Kerno. Muss ich jetzt erstmal gucken, weil der Chat mir auf der anderen Seite durchläuft. Viel zu hell? Gut. Dann werde ich noch ein bisschen. Ja, ich habe mein Monitor selber ist recht dunkel, weil ich eben weiß, dass das alles weil das alles von YouTube und so weiter runter geregelt wird. Oh, also die Helligkeit. Oh, entschuldigt bitte. So, ich stelle den Gamma-Wert gleich ein. Was sagst du zu dem Spiel von gestern Deutschland gegen Italien? Gehe ich gleich. Muss ich dich leider enttäuschen? Weil ich mich für Fußball nicht so wirklich interessiere. Ich gönne jeden dem Spaß, aber für mich. Ich hatte mal kurz, als dann die Böller für die das erste eingeschaltet ist. Was? Timo. Ich heiße Timo Kerms, habe ich doch gesagt. Kerms. Ich möchte mich eigentlich jetzt gerne spielen. Na, ihr kennt ja die Story von Outlast, kennt eigentlich jeder. Ich stelle noch gleich den Gamma-Wert ein. Timo oder Tino? Timo. Entschuldigt bitte, ich musste ein bisschen eher rangehen oder ich scroll mir hier das alles so ein bisschen. Aber sagt, der Gamma-Wert ist zu hell. Gut, dann stelle ich den gleich noch so ein bisschen ein. Was war denn? So, steigst du mal aus, du Type? So, gut. So, wie war denn das jetzt? Gott, ich muss mal kurz in die Keybind-Dings gucken. Blickempfindlichkeit, Grafik. Kann ich den Gamma-Wert noch mal ein bisschen,
Einstellen. Ah, hier Gamma-Wert. So, hier. So, jetzt habe ich es noch so ein Stück Steuerung. Jetzt muss ich mal gucken, WASD, Hocke, linke Maustaste, Nachtsicht. Wie kann ich jetzt den. Warte mal, wie kann ich jetzt den. Ach so, okay. Und was war jetzt nochmal? Nachtsicht? Bei dem brauche ich ja auch. Ich muss das bloß noch mal kurz schnell schauen, eruieren und dann können wir gleich noch losmachen, weil die Nachtsicht, die ist ja auch noch wichtig. Und zwar Nachtsicht, Nachtsicht, bin ich doof? Camcorder ein, aus, rechte Maustaste, Hocke, hinein, raus, ist klar. Batterien R. Ja, wird er mir vielleicht auch gleich noch sagen. Ich will, dass du das Halbfinale guckst. Was ist immer noch viel zu hell? Meine Fresse. So. Annehmen. Ach so, ich habe nicht übernehmen gemacht. Ja, jetzt ist es schön dunkel. Ah, okay. So, N war okay, gut. Umschalt, oh ey, das ist. Ach so. Na, wirklich schnell ist er dadurch aber auch nicht. Hier kann ich nicht rein. Gut. Am Anfang noch ist ja nie, noch ist ja alles schön und gut. Okay, dann wären wir hier mal. Ich weiß nicht, gehen wir hier in die Haupthalle rein? Aber ich glaube. Nein, alles zu. Ein was werde ich mal noch kurz machen. Ich muss mir mal, ich werde mir mal den Chat, weil sonst muss ich immer. Ich werde mir mal kurz den Chat ein Stück woanders hinlegen, damit ich euch besser sehe. Und auch ein Stück. Warum? Ja, ich weiß, es ist nicht für 12-Jährige geeignet, weiß ich. Immer ja, immer dieses Hin und Her, Hickhack. Warte, wisst ihr, was wir da machen? Weil ich hab jetzt echt Bock, das Ganze zu spielen. Und bevor wir da jetzt so. Oh, Moment. Jetzt macht, dass ich gerade, jetzt hat sich mein Rechner aber voll verabschiedet. Ah, meine Fresse. Rechner? Huhu. Ah, okay. Gut. Wir, speichern. Ja. So, more message below, bin erst 11. Das ist, naja, gut, okay. Ja, es stimmt ja, also Eltern habt doch recht, dass das nicht unbedingt für Kinder geeignet ist. Kann man das,
Warte mal, irgendwo können wir doch, glaube ich, hier einstellen, dass wir das Ganze. Ja, ich meine, irgendwo gibt es diese Einstellung, dass wir das Ganze. Dass das Ganze eben auch für ab 18 oder für Ältere, aber ich weiß gerade nicht, wo ich das einstellen kann. Und ich meine, dass er mich anzeigt. Ich meine, dann ganz ehrlich, es ist ausdrücklich, es ist ein Spiel an für Erwachsene. Ganz klar, das ist klar. Ich gehe noch mal in Druckmodus, weil das finde ich persönlich so ein bisschen. Ich meine, auf YouTube oder sonst wo kommt natürlich die Abfrage. Ich bin 13 oder älter oder was weiß ich. Man kann jedes Schwein kann das Ganze bestätigen und sagen, ich bin älter. Also ich gehe mit diesen Ganzen nicht einher, weil man kann das Ganze sich einfach auswählen, ob gucken oder nicht gucken. Und also ganz ehrlich, also irgendwie ich weiß nicht, was ich einfach dazu sagen soll, weil mich das einfach, es regt mich einfach auf, weil was soll das? Was soll das? Ganz ehrlich, was soll das? Ich meine, wenn mir das nicht gefällt, was derjenige da gerade zeigt, dann schalte ich einfach weg. Beziehungsweise, wenn das jetzt irgendein Fake ist, dann ja, dann auch vielleicht irgendein Fake, um mich da gerade mal so ein bisschen aufzuregen. Okay, dann lacht er halt gerade über mich. Aber ich schalte noch ich suche jetzt gerade raus, weil ich habe echt Bock, dieses Spiel zu spielen. Ich suche noch gerade raus, wo ich das Ding einstellen kann, dass das für Erwachsene ist. Und dann spielen wir es einfach. Und dann wird ausdrücklich gezeigt, dieses Spiel richtet sich an Erwachsene. Wird dann, das habe ich schon mal bei anderen Streamern gesehen, wird ausdrücklich gezeigt. Und dann bin ich rechtlich aus dem Schneider. Und dann passt dann soweit alles. Ich muss das bloß noch mal kurz eruieren, wo das Ganze sich gerade, wo ich das Ganze einstellen kann. Warte mal, spielt. Kann man das Ganze jetzt irgendwo in. Warte mal, wenn ich das hier einstelle. Moment, wie gesagt, deswegen steht der Carstream da. Wir spielen dann Outlast. Und mal gucken, ob ich. Ob ich den irgendwo oder ob der das dann selber einstellt. Weil da bin ich mir gerade absolut nicht gerade so richtig klar. Beziehungsweise ich werde es einfach mal kurz googeln. Weil, klar, er hat irgendwo, verstehe ich die Eltern, wenn die sagen, sie wollen nicht, dass sich Kinder sowas anschauen. Altersbeschränkung Twitch-Dashboard. Ob ich das irgendwo einstellen kann. Altersbeschränkung bei den YouTube-Videos, okay. Ah, Moment, ich glaube, kann ich das nicht sogar irgendwo bei meinem Kanal selber, kann ich das auch
irgendwo einstellen. Also entschuldigt bitte, dass wir das Ganze jetzt so ein bisschen da nochmal abbrechen.